Moin zusammen. Ich mache heute eine ganz besondere Tour. Und zwar treffe ich mich heute mit dem Rasenfreak Andreas Kraus. Und da werde ich so eine Stunde Auto fahren und dann den heiligen Rasen des Rasenfreaks betreten. Da freue ich mich schon drauf. Und dann nehme ich euch einmal mit. Leute, gleich ist es soweit. Ich bin jetzt hier angekommen beim Rasenfreak und jetzt werde ich mal gucken, ob ich ihn auch treffe hier. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Hallo, Andreas, Mensch. Grüß dich. Hey, hier schön auf Abstand. Genau. Corona-technisch, ne? Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank, danke für die Einladung. Freut mich echt sehr, dass ich hier ja, deinen heiligen Rasen, habe ich schon angekündigt, deine heiligen Technikhallen einmal sehen darf. Ja, sehr gerne. Cool. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, cool. Ja, ich bin auch sehr gespannt, was wir hier so heute machen werden, was ich dir so von zum Thema Technik erzählen kann. Ich bin sehr gespannt, was du da fragen hast. Und ja, du darfst ja ausnahmsweise mal meinen Rasen anschauen. Nee, gar kein Problem. Wie der so aussieht, ne? Mal gucken, wie er aussieht. Ja, jetzt ist natürlich ein furchtbarer Herbsttag. Ja. Es hat zumindest aufgehört zu regnen. Ja, ja. Das ist ja schon mal ganz gut. Wir hatten uns ein bisschen Sonne gewünscht eigentlich, ja, ne? Ja, genau. Aber mein Sohn sagt immer, wenn es eben nicht die Sonne scheint, dann sind die Kontraste viel besser. Ja. Aber heute haben wir heute ein besonders schönes Bild. Genau. Freuen wir uns da drauf. Okay. Dann machen wir mal einen kleinen Rundgang vielleicht, oder? Genau. So, dann habe ich mir natürlich erstmal hier überlegt, was für erste Worte ich hier sage, um deinen Rasen zu betreten. Ja, also. Meine ersten Worte sind, tritt nicht auf die Eiche. Oh ja, da werde ich drauf achten. Naja, ein kleiner Schritt für die Menschheit, ein großer Schritt für mich. Das muss jetzt einfach sein. Sehr schön. Gut, jetzt stehen wir hier tatsächlich auf dem Grundstück des Rasenfreaks Andreas Kraus höchstpersönlich. Genau. Schön. Ja, ich freue mich sehr. Also, wenn man das so anguckt, hier sieht ja alles wirklich tippitoppi grün aus. Ja, ja. Dicht aus, vor allem. Ja, dicht ist er, das stimmt. Ich habe jetzt am Montag, wir haben heute Donnerstag, am Montag habe ich hier nochmal gelüftet. Das sieht man auch so ein bisschen, das heißt, ein paar Halme. Wir sind ja noch rausgerissen, habe ich am Dienstag das letzte Mal gemäht. Auch immer noch auf 16 mm. Also oh, 16 ist noch kurz, ja. Ja, nach wie vor auf 16 mm. Das Grün hier habe ich auf 8 mm gemäht. Ui. Und man sieht aber jetzt. Geht da mal näher ran? Ja, bitte. Man sieht jetzt aber auch schon, dass es doch so hier so ein paar grüne Flecken gibt, nicht grün, grün wäre schön, ein paar braune Flecken gibt. Mhm. Ich habe tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, dass hier so ein bisschen Pilze sich jetzt breit machen. Können wir noch mal gucken. Ja, die Feuchtigkeit jetzt und die niedrigen Temperaturen, ne? Genau. Die machen im Rasen natürlich zu schaffen, ja. Was natürlich hier bei mir echt brutal ist, und das ist natürlich einerseits auch gut, aber was bei mir echt brutal ist, sind die Würmer und die Wurmhaufen. Das ist sehr, sehr krass. Gerade bei einem gesunden Boden sind natürlich auch viele Würmer drin, die freuen sich über gesunden Boden. Ja, genau, das ist ja wichtig. Ist ja nicht so, dass man die nicht haben will. Genau. Aber die machen eben auch viele Häufchen und die muss man halt immer vorher entfernen, weil sonst drückst du sie platt. Mhm. Habe ich auch schon in vielen Videos ja mal gezeigt. Und dann hast du halt diese blöden braunen Flecken. Ja. Und dann geht das krass auch kaputt. Und das ist echt eins meiner größten Probleme jetzt gerade. Mhm. Und nochmal, um aufs Mähen zurückzukommen, wie tief mähst du denn deinen Rasen jetzt für den Winter oder wie lang lässt du ihn jetzt? Ja, das ist eine interessante Frage. Ich ändere tatsächlich meine Schnitthöhe nicht wirklich. Okay. Also ich weiß, dass das sinnvoll ist und ich glaube auch, dass das sinnvoll ist, den Rasen ein bisschen höher stehen zu lassen. Auf der anderen Seite sage ich aber, dass bei höherem Gras auch die Feuchtigkeit sich besser mit der Grasnarbe. Ja.
Ja, daher ist wiederum kurzgemähter Rasen eigentlich auch nicht schlecht, um so ein bisschen die Feuchtigkeit loszuwerden. Da fallen hier gerade wieder die Eiche hinten auf unsere Terrasse. Müssen wir gleich aufpassen. Genau. Das ist Wahnsinn. Und deswegen, ich ändere eigentlich meine Schnitte nicht. Ich mähe natürlich nicht mehr so oft. Ich mähe aber, wenn das Gras im Winter wirklich rausgewachsen ist, auch mitten im Winter schon nochmal, wenn die Möglichkeit besteht, versuche das Gras nicht zu weit rauswachsen zu lassen. Aber dass ich jetzt bewusst jetzt hier einen Zentimeter höher gehe, das mache ich tatsächlich nicht. Okay, ja, interessant. Das hatte ich nämlich jetzt überlegt, ob man es für den Winter doch nochmal ein bisschen länger lässt, um ihn vielleicht ein bisschen stressresistenter zu machen. Aber ob das wirklich der Fall ist, ob das wirklich funktioniert, das weiß ich halt auch nicht. Ich bin auch immer interessiert daran, ich weiß nicht, ob deine Community da natürlich auch schon Erfahrung hat, was die anderen so sagen. Mhm. Was wir gerade unsere Zuschauer sagen, was die für Erfahrungen haben, ob die jetzt tatsächlich das Gras höher stehen lassen. Ich sage immer, dass auf Golfplätzen natürlich auch das Gras nicht plötzlich höher genäht wird, weil die Spieler auch im Winter spielen. Ja, okay. Und die kriegen es ja auch hin. Und die kriegen es auch hin, ganz genau. Ob die jetzt vielleicht ein paar Millimeterchen höher gehen, weiß ich nicht. Aber aus meiner Erfahrung ist das Gras eigentlich immer fast auf der gleichen Schnitthöhe gestanden. Ja. Vielleicht ein paar Millimeter. Ja, lasst es uns wissen, falls ihr da andere Erfahrungen schon gemacht habt. Genau. Gut, sollen wir weitergehen? Wir können ja mal die berühmt-berüchtigte Südkante anschauen vielleicht. Ja, dann müssen wir hier unter hier der gefährlichen Eiche unter durch. Genau, Kopf, Vorsicht Kopf und nicht die Eichen in den Boden treten, sagtest du, ne? Genau. Ja, da das ist leider hier das ist dieses Jahr wirklich extrem. Die Eiche hat dieses Jahr extrem viele Eicheln gehabt. Letztes Jahr war fast gar nichts. Und dieses Jahr haben wir schon Tonnen von Eicheln aufgesammelt. Okay. Und es sind immer noch unheimlich viele Eicheln drauf. Und du musst jedes Mal vom Mähen natürlich die Eicheln runterhaken. Ja. Und das ist auch eine furchtbar nervige Angelegenheit. Also ohne, dass ich hier erstmal 10 Minuten hake, kann ich eben überhaupt nicht mähen. Andererseits ist der Baum natürlich schön. Das ist ein sehr majestätischer Baum. Ein wunderbarer Solitärbaum, der auch jetzt mittlerweile ganz viel Schatten im Sommer auf unsere Terrasse wirft. Was natürlich bei den heißen Sommern auch sehr schön ist. Also es ist immer ein Kompromiss. Und es ist einfach auch ein toller Blick hier. Also, ich meine, das kennt ihr ja aus den Videos von Andreas zur Genüge, aber das ist wirklich toll hier. Jetzt gerade auch, wo der Raps hier blüht, sieht echt schön aus. Herrlich. Man riecht das, diese Blüte, das finde ich echt klasse. Ja, Daniel, was macht dein Rasen? Mein Rasen? Ja. Also mein Rasen hat ja ein paar Probleme gehabt diesen Sommer. Ich hatte echt einen sehr niedrigen pH-Wert. Ja. Der war so, als ich den gemessen habe, ich habe ja auch mit verschiedenen Methoden gemessen, da bin ich auch noch nicht ganz fertig mit, meinen pH-Wert zu bestimmen und meinen Boden zu analysieren. Also ich will auf jeden Fall auch mal so eine professionelle Bodenanalyse machen. Das hast du auch schon gemacht? Nee, das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Genau. Ah, ja. Also kann ich nur empfehlen. Genau. Da werde ich mir auch noch mal ein paar Infos holen. Genau, ich habe bisher nur den pH-Wert gemessen und die Bodenleitfähigkeit halt gemessen, mit der man schon mal so einen Anhaltswert kriegt für die Düngemenge. Bodenleitfähigkeit? Was ist das denn? Das habe ich noch nie gehört. Bodenleitfähigkeit, ja. Die Bodenleitfähigkeit gibt dir im Endeffekt einen Hinweis, was für eine Menge an Nährstoffen du im Boden hast. Also nicht die Qualität, nicht ob du jetzt einen bestimmten Prozentsatz an Stickstoff drin hast oder an, Kalium, Magnesium, sondern es sagt dir, die Menge, wie viel du drin hast, das wird in Millisiemens. Grundsätzlich? Genau, grundsätzlich. Okay. Also das wird in Millisiemens gemessen und dann steckst du diese Sonde quasi in den Boden, kannst du an verschiedenen Erdschichten, in verschiedenen Tiefen dann messen, wie hoch die Leitfähigkeit ist. Also in den Tiefen meinetwegen 10, 15 cm unten am Ende der Wurzel oder direkt 2 cm unter der Grasnarbe. Ja. Und dann kann man halt wirklich schön sehen, wie viel Menge an Nährstoffen da vorhanden ist. Aber wie gesagt, es gibt dir wirklich halt nur einen Hinweis auf die Menge und nicht auf die Qualität. Genau, das waren die zwei Nährungsfaktoren und dann komme ich zur Bodenanalyse nächstes Jahr im Frühjahr vielleicht oder so. Okay, ja, aber interessant. Also tatsächlich gibt es, und das sage ich auch wieder gerne, noch viele interessante Dinge, die ich noch gar nicht kenne und noch gar nicht ausprobiert habe. Was kostet so ein Gerät? Ist das teuer, sowas? Also ja, wenn man es, diese Bodenleitfähigkeit, da ist man bestimmt schon bei 150, 200 Euro. Deswegen für so ein Gerät? Ja, deswegen habe ich mir das selber auch noch nicht zugelegt. Ich habe es mir bisher immer nur geliehen.
Und werde jetzt mal gucken, ob ich mir da, wenn das wirklich was taugt, ich habe da so ein bestimmtes Gerät im Auge, da werde ich auch nochmal ein Video zu machen dann demnächst. Und dann werde ich mal gucken, ob ich mir das vielleicht zulege. Cool. Ja, und jedenfalls, sehr cool. Naja, um zum Ursprungsgespräch nochmal zurückzukommen, ne? Also mein pH-Wert war sehr niedrig. Ja. Dadurch habe ich mir echt im August, als so feucht warm war, dass der immer, wenn es sehr feucht ist und sehr warm, habe ich mir echt sehr viele Pilze eingefangen, so eine richtig schöne Pilzkultur. Ja, über so ein Drittel des Rasens würde ich mal schätzen. Auch Pilze, genau. Ne? Genau. Und da hatte ich einiges zu tun mit Nachsäen und Ausbessern. Jetzt sieht es wieder tippitoppi aus. Also jetzt alles wieder recht schön. Ich bin ganz zufrieden. Er ist nicht so dicht. Wenn man hier mal drüber guckt, da sieht man ja fast schon keine Erde mehr. Also das ist natürlich super dicht hier. Da habe ich vielleicht das findest so. Findest du schon ganz gut, ja? Oder? Ja, ich finde das gut. Für meine er ist zufrieden. Für meine Verhältnisse finde ich das gut. Da arbeite ich noch dran. Ja, pH-Wert ist tatsächlich ein interessantes Thema. Also ich habe ja auch einen sehr, sehr tiefen pH-Wert gehabt. Mhm. Das hat meine letzte Bodenanalyse aus dem Frühjahr gesagt. Der war knapp unter 5. Mhm. Dann habe ich kräftig gekalkt, aber ich habe nie wieder diesen pH-Wert kontrolliert. Und das, glaube ich, war auch ein Fehler. Ja, nein, erzähl doch mal ein bisschen, was du jetzt tatsächlich erreicht hast. Also du hast also auch 4,5 gehabt, habe ich genau, genau. Verstanden. Also ich habe jetzt im Spätsommer und Herbst so eine sogenannte Gesundungskalkung durchgeführt. Also ich habe mir eine ganze Menge Kalk besorgt mit Magnesium. Ich habe ja nur so 150, 200 Quadratmeter Rasenfläche und habe da in 3 Schritten, also 3-mal hintereinander, so im Abstand von 2 Wochen ungefähr, jeweils 20 Kilo Kalk aufgebracht und den halt ordentlich, ordentlich eingeschwemmt, ja. Und habe damit meinen pH-Wert von der ersten Messung, den ich so hatte, wo ich bei pH 4, 4,5 war, angehoben auf 6,5 bis schon knapp 7. Ne? Und ich wollte den auch gerne zwischen 6 und 7 halten, weil niedriger pH-Wert ist halt auch das Problem, dass dann die Nährstoffe nicht gut aufgenommen werden können, ne? Vom Boden, genau. Und vom Gras auch nicht. Das heißt, man muss theoretisch mehr düngen, um die gleiche Düngeleistung zu erreichen. Ja. Und das Problem ist halt auch, dass Schadstoffe besser aufgenommen werden können. Also Schwermetalle und Giftstoffe können von den Pflanzen besser aufgenommen werden. Also das ist dann wieder kontraproduktiv. Ne? Also ich sage immer, der pH-Wert darf ruhig zwischen 5,5 und 6,5 liegen. Also 7 fand ich eigentlich bis eben ja, nee. Noch zu hoch. Ich bin da ja noch am Experimentieren. Ja, aber dass tatsächlich man mit der Nährstoffaufnahme ein echtes Problem kriegt, das habe ich auch schon mal gehört. Mhm. Und ich habe tatsächlich gerade wieder jetzt im Herbst das Problem, das Gefühl, dass mein Rasen die Nährstoffe nicht mehr so gut aufnimmt. Mhm. Ich befürchte, dass tatsächlich mein pH-Wert gar nicht so hoch ist, wie ich ihn mir gewünscht habe, dass ich ihn hätte messen müssen. Also liebe Zuschauer, messt öfters euren pH-Wert. Was sagst du zu Messmethoden? Wie kann man am besten seinen pH-Wert messen? Ja, da bin ich auch noch ein bisschen am Rumexperimentieren. Also ich habe auch diesen Neudorf-Test natürlich ausprobiert. Das ist ja so ein Standardding, ist ja auch relativ günstig, ist relativ schnell gemacht. Aber der gibt einem natürlich nur so Hausnummern. Ich bin jetzt dabei, mit verschiedenen pH-Metern zu experimentieren. Da gibt es natürlich auch qualitative Unterschiede. Aber ich sag mal, die pH-Wertmessung allgemein ist natürlich echt ein schwieriges Thema, weil du verschiedene Messmethoden hast. Okay. Und die unterscheiden sich schon wieder voneinander. Das heißt, da bin ich auch noch auf ein bisschen Recherche angewiesen, was da wirklich die beste Methode ist. Also was ich festgestellt habe, ist, dass tatsächlich sich diese einfachen Billig-Baumarkt-Messmethoden doch sehr deutlich von diesen Bodenanalysen unterscheiden. Mhm. Also ich hatte, ja, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber zwischen 5 und 6, glaube ich, gemessen. Mhm. Und dann sagte mir die Bodenanalyse 4,5. Das, ja, das genau. ist schon eine Nummer, finde ich. Also das pH-Meter, genau, das pH-Meter hat nämlich bei mir auch eher so 4, 4,5 angezeigt. Und beim Neudorf-Test war es zum Beispiel auch eher so um die 5, 5,5. Ah, ja. Das ist schon schlecht. Da ist natürlich die Frage, was man wem man jetzt traut. Wem man glaubt, ja genau. Genau. Ja, aber ach, was ich noch sagen wollte zu Erfolgen. Ich habe jetzt im Herbst, wo es auch wieder so feucht war und ja auch noch relativ warm ist, wirklich gar keine Pilze mehr gehabt. Also auch diese kleinen Schirmchenpilze, wo ich auch relativ viele von hatte dann über das Frühjahr und den Sommer, wo es warm und feucht war, die sind alle bei mir ausgeblieben. Das heißt, ich würde schon denken, merkst du schon eine Veränderung? Ich würde denken, dass der pH-Wert jetzt besser eingestellt ist als vorher. Ob er richtig ist, das bleibt noch abzuwarten. Okay, cool. Ja, schön. Ja, sollen wir mal zu der Technik übergehen? Ja, können wir. Gerne.